Hallöchen. Hallo. Schöne Grüße von Hunter hier aus Star Wars. Wir machen alte jetzt, dass es blutet. Und es blutet auch richtig gut hier. Bei der Abtraining in Woki müssen jetzt hier... Was müssen wir genau machen? Ich hab überhaupt keinen Überblick mehr. Ich bin müde. Ich bin auch wirklich müde. Das alte Klärwerk hier wurde von aufständischen Evoki überfallen und es wurden Geiseln genommen. Die sollen wir erstmal befreien. Die hocken irgendwie im Keller. Dazu müssen wir zuerst den Fahrstuhl anwerfen und Fressen einprügeln. Ich dachte erst Fressen. Ja, auch gerne. Ich hab was essen. Ich hab Hunger. Oder wie der Mittermeier sagt, was zum Essen. Müssen wir lang erstmal nach links. Boah, da war der Magen. Oder groß und stark werden. Gib ihm noch! Ich bin zu weit weg! Gib's doch! Gib's doch! Mach doch jetzt! Endlich. Ich hab das Gefühl, du wirst mit der Steuerung langsam wieder warm, aber es dauert noch ein Stück, oder? Dauert noch ultra lange, glaube ich. Ich empfehle die Lichtschwerter einfach nur. Zuck, 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 oder Blitze. Kannst du es nochmal machen, bitte? Das ist erfüllend. Dankeschön. Erfüllend. Das Herz. Das Herz ist jetzt zum Anschlag voll mit Liebe. Und mit Cholesterin. Da hockt einer hinter der Ecke, ey. Das ist für ein Perverser. Echt jetzt in Deckung gehen, das machen ja echt nur feige Säcke. Ja. Hallo, ich mach das nur, weil ich unten immer mir die Unterhose richte. Du hast so knappe Hosen an, das kratzt jedes. Also unfassbar. Ich hab solche Pfadfinderhöschen an, ey. Achso, wo immer so schön so eine einzelne Sackfalte einklemmt. Ja. Grüße an die Damen da draußen. Wo mein Charakter schon in einem Jahr und war wahrscheinlich jetzt 25 und ist in einem Jahr impotent. Durch die Hosen. Da müssen wir dir Jori Daragons Hosen besorgen. Das ist im Endeffekt quasi nur so eine Short, die du drüber ziehst. Boah. So quasi, kennst du das Tänzerinnen-Outfit hier vom Spiel? Nee. Achso, ja gut, ist im Endeffekt auch nur quasi so das feminine Äquivalent zum Lendenschutz. Das kannst du halt als männlicher Charakter nicht tragen, aber eben durch Jori Daragons Outfit, was es halt irgendwie mal im Kartellpaket gab, kann man jetzt als Mann auch endlich die eigene Männlichkeit beschneiden. Also du siehst dann untenrum aus wie Ken quasi. Am besten, das wenn du es dann noch... Das ist für geiler Scheiße. Und dazu dann noch... Hier, hier sind immer die Teile immer sehr gut ausgeformt, finde ich. So richtig nur so... Wie so ein glattes... So eine glatte Oberfläche. Ich glaube, das haben sie sich nicht getraut, ne? Weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, als Spieledesigner würde ich das auch eher so... mach's so halt, scheißegal. Weißt du? Finde ich ein bisschen komisch, da noch irgendwie eine richtige Säcke auszuformen in der Spielfigur. Der Sack ist aber nicht groß genug. Guck dir meine mal an, Junge. Aber meinst du, beschweren sich dann die Leute, dass ihre Männlichkeit nicht entsprechend gewürdigt wird im Spiel? Ganz genau. Ganz ehrlich, bei ein paar Spielern, die ich kenne, würde mich das nicht wundern. Nein, ich weiß, was das Beste ist. Es muss so sein wie bei Brüsten bei Frauen. Die müssen von der Größe her anpassbar sein. Genau, so ein Schieberegler fürs Gemächt. War nur ein bisschen klein. Maximal, ui. Auch nicht authentisch. Das schleift. Du warst groß, waren die bei mir, als ich 12 war. Oh. Und ich bin Typ. Nee, und nur ich bin eine Frau. Achso, ich dachte, du warst noch beim Schieberegler für die Brüste. Nee, ich war immer noch bei den Eiern. hängen geblieben bei den Eiern. Kannst du dem mal bitte ein Messer in den Rücken rammen, dass er mal kurz die Fresse hält? Das andere? Will nicht. Dankeschön. Ist ja schon heftig. Die Animation ist ja immer noch verbuggt. Meine Herren. Moin, Herren. Ja, manchmal hier beim Entladen, wenn das irgendwie vorzeitig zu Ende ist, dann steht er noch eine Weile da und macht's mit der Fingerpistole weiter. Piu-piu! Mach dich kaputt! Fehlen wirklich nur noch die Geräusche dazu. So, Geiseln befreit! In den Stuhl, der fährt. Dankeschön! Nein! Aha. Ja, die Sklaven laufen auch gerade irgendwie ins Nichts rein.
Yay. Na, dann warte ich mal. Oh, ich merke schon, ich bin so müde. Wir sind hier die... Also wir haben... Ah, da ist das Ding. Hast du gerade den Fahrstuhl gesucht? Ja. Ja. Etwa ein langer aber Tag. Man sieht auch einfach nur an der Uhrzeit immer oben rechts. Ihr könnt euch die letzten Folgen einfach angucken. Alle letzten Folgen. Wir haben alles an einem Tag aufgenommen. Also bis jetzt natürlich. So. Genau, die ersten 10 Folgen am Stück. Oh, ich brauche... Achso, klar, kommen wir raus. Siehst du, bei mir geht's auch schon los. Was? Bei mir geht's auch schon los. Ich bin jetzt fast oben wieder zur Fahrstuhlkontrolle gerannt. Oh, okay. Nach so 7 Folgen brauche ich immer so mein Päuslein, mein größeres Päuslein. Ich glaube, das Härteste, was ich mal gebracht habe, waren irgendwie 15 Folgen oder sowas. Da haben wir uns einen Samstag von morgens bis abends hingesetzt und Krieger aufgenommen. Das geht, aber mit Pausen. Ohne Pausen bin ich so wie jetzt gerade. Ja, also es war mit Mittagspause und viel Kaffee. Viel Kaffee? Ihr habt es geschafft. Sie sind alle wieder frei. Und jetzt weiß ich auch, wie die Evoki überhaupt in die Fabrik gekommen sind. Die Arbeiter haben mitgehört, wie die Sumpfratten über ihr Schiff sprachen. Ist das zu glauben? Fliegende Sumpfratten? Anscheinend sind sie auf dem Fabrikdach gelandet, aber sie haben technische Schwierigkeiten. Hättet ihr nicht Lust, das erste und letzte Evoki-Raumschiff hochzujagen? Oh, Mensch. Es ist irgendwie böse, oder? Es gibt einen Titel dafür. Ach so, okay. Wie sieht der Plan aus? Ich habe hier etwas Detonit, das ihr kleines Schiff problemlos vernichten wird. Ihr solltet dann nur nicht in der Nähe sein. Das ist klar. Der Weg zum Fabrikdach hat es allerdings in sich. Geht an dieser Stützmauer vorbei, den Hügel hoch und überquert ganz vorsichtig die Röhren, die in die Fabrik führen. Dann stürmt ihr das Gebäude, jagt das Sumpfrattenschiff in die Luft und kommt zurück. Ganz einfach. Ganz einfach. Sicher. Muss mir sagen, wo es hergeht. Ich hab keine Ahnung, was er meinte. Hier drüben, das ist richtig. Ich glaube, die Mauer muss weg! Die Mauer Bonus muss weg! War, glaube ich, und du bringst ein paar Freunde zur Party mit. Bonus ist, ein paar von den Geschützen zu zerballern, glaube ich, aber aus irgendeinem Grund zählte das hier unten gerade nicht. Ist jetzt nicht so, dass wir die Bonus-EP brauchen würden, aber ich bin halt so ein 100%-Fuzzi, aber drüben bei den Echsen habe ich es mir verkniffen. Fällt mir ein, meine Pets sind weg. Warum sind meine Pets weg? Hallo? Das kann ja nicht angehen. Mein wunderbares D5-Mantis-Modell. Und hier der F5SC, den gab es dafür, dass 5 Leute meinem Referral-Link für SWTOR gefolgt sind. Danke dafür, falls hier einer von denen noch zuschaut. Sonst erzähl doch mal. Ich hab nicht zugehört. Du kannst bei SWTOR Leute halt werben, indem du denen einen Link gibst. Ach, Begleiter. Bitte was? Da kriegst du ja Begleiter für, ne? Ja, genau. Also für den ersten kriegst du einen Mount, was relativ cool aussieht. Und für Nummer 2 bis 5 kriegst du jeweils ein Pet. Und es sind, glaube ich, exakt 5 Leute oder so über meinen Link reingekommen. Finde ich immer schön, Ich habe auch gedacht, ja. Machst du das? Und dann habe ich so geguckt, was gibt es da für geile Sachen? Wahrscheinlich Geld oder sowas. Und ich so, Begleiter. Es gibt geschenkte Kartellmünzen außerdem. Was? Mhm. Scheiße, muss ich mal machen! Ich hab nur gesehen, dass es halt Begleiter gibt, den Begleiter halt. Kannst du ja deinen Referral-Link mit in die Videobeschreibung bei deinen SWTOR-Videos packen, falls jemand Bock hat. Ja, nee, das hätte ich dann bei meinen Risen 3-Videos gemacht. Wusste ich gar nicht, da steht aber, muss ich nochmal durchlesen, steht da wirklich was von Kartellmarktmünzen? Ja, ich glaube irgendwie, also sobald derjenige dann halt tatsächlich ein Abo abschließt, kriegst du, ich glaube sogar monatlich, irgendwie 50 oder so pro Person. Ah, nee, ich will aber genau. Die Leute dich nicht unbedingt jetzt zum Spiel verleiten, weil das Spiel schon echt so ein Zeitfresser ist. Da sollten die Leute lieber irgendwie sich eine Arbeit suchen oder sowas. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass jeder, der ein MMO zockt, ein Assi ist. Diesem Klischee möchte ich mich gerne verwehren, auch wenn es auf mich zutrifft. Ich will mit meinen Videos nicht erreichen, dass alle Leute jetzt anfangen, es wieder zu spielen, sondern auch mal drüber nachdenken, was sie denn so machen würden, wenn sie auch so viel Zeit verbringen in so einem Spiel. Ich dachte, der Satz geht jetzt in die Richtung, guck dir die Typen da im Video an, so kann es ausgehen. Ja, genau. Genau. Ja, also jetzt bei anderen Spielen sage ich immer so, ist ja so mein Kanal-Motto immer so, nur Spiele zu zeigen, die sich auch wirklich lohnen, weil einfach, es gibt so viele Scheißspiele, die so viele Leute spielen, wo ich nicht nachempfinden kann, weil jedem die Zeit ist so wertvoll einfach, die Lebenszeit. Sollte man echt eigentlich nur mit guten Spielen verbringen.
Ja, für mich ist Lothar halt eins. Ich sage nicht, dass Veto schlecht ist, es zieht uns viel Zeit und man sollte nicht nicht mehr als zwei Charaktere daran machen, meiner Meinung nach. Ja, das ist jetzt Charakter 21 bei mir, ich weiß, was du meinst. Ja. Und ich habe schon jetzt ein halbes Jahr Pause gemacht oder sowas. Scheiße. Nee, Leute, echt, mindestens nach dem zweiten. Macht das. Du das Ding weg und holt euch einen runter, mindestens. Aber mit irgendwas anderes fühlt, dann sagen wir nur. Also, ich bin echt am Überlegen, ob ich die Folge so nenne. Nee. Wie wolltest du sie nennen? Der Ameisenkönig befiehlt, holt euch einen runter. Ja, die Frauen natürlich das andere. Was Frauen halt so machen, ne? Schönes Wetter heute, oder? Ein bisschen dunkel draußen. Willst du das Gespräch irgendwie ablenken oder sowas? Wie kommst du denn auf sowas? Nee, aber nochmal zurück zum Thema MMOs. Also, ja, es ist ein ziemlich krasser Zeitfresser. Es kommt halt drauf an, was man macht. Also, wenn man die ganze Zeit nur alleine rumrennt, ist es natürlich, finde ich auch, stumpf, halt sich Charaktere nacheinander hochzuprügeln. Ja, aber genau. Wenn man es halt zum Beispiel so macht, wie ich es halt gern gemacht habe, also ich habe halt eine Gilde geleitet eine Weile, wir waren zwischendurch 50 Leute. Das war sozial, das ist wieder was anderes. Richtig, genau. Und wenn man dann die ganze Zeit im TS abhängt und über alles Mögliche quatscht und dann halt mal zusammen noch ein Char hochprügelt. Vorsicht, nicht stehen bleiben, wenn es hochgeht, das macht Aua. Ist klar. Naja, fast keine andere Explosion im Spiel macht Aua. Die macht Aua. Warum? Wie so geil ist. Wir können mal gucken, ich habe da hinten gerade was Rotes gesehen. Steht hier ein Gegner oder ist das gerade. Nee. Was wir gerade verguckt haben. Ich kriege schon Halluzis, so spät ist es. Ich bin einmal kurz um die Ecke, aber. Ich hab doch gesagt, es ist total spät. Du wirst auch schon richtig bekloppt wie ich. Mehr als sonst. Ja, also andere MMOs zum Beispiel halt, Herr der Ringe Online, machen mir halt auch verdammt viel Spaß. Aber da sehe ich anders als Votor gar nicht so den Wiederspielwert. Okay, gut, andere Klasse. Und wenn es 5 Jahre her ist, dass du den letzten Char gespielt hast, nochmal die Story erleben, ist auch geil. Aber da finde ich schon, ist Votor noch eher was, was man so 2-3 Monate später nochmal anpacken kann. Gerade doch, wenn man fand ich jetzt im Gegensatz zu WoW, finde ich es auf jeden Fall besser. Das ist auf jeden Fall. Das würde ich ja auch nicht zeigen auf meinem Kanal, wenn es kacke wäre. Richtig kacke, meine ich. Aber wenn es jetzt im Gegensatz zu anderen Spielen doof wäre, aber ich finde, man sollte das so wie Filme genießen, so Spiele. Einmal durchspielen und dann richtig genießen im Genießen einfach, weißt du? Und nicht alles so inflationär benutzen und konsumieren. Dann sage ich lieber nicht, wie oft ich Mass Effect durchgespielt habe. Ah, oh, gibt's doch nicht. Ich habe die Explosion gehört. Wahrscheinlich auch jede Sumpfratte auf Hutter. Das war beeindruckende Arbeit. Könnte laut sagen. Völlig richtig. Ihr habt mir wirklich die Haut gerettet. Nemro, der Gnädige, ist nämlich nur bis zu einem gewissen Grad nachsichtig, wisst ihr? Mit dem Schraubenschlüssel bringe ich allerhand fertig. Falls ihr jemals etwas repariert braucht, wendet euch an mich. Herzloser, genau den Titel gibt's dafür, weil wir die Evoki gesprengt haben, oder der Schiff. Ah, Level Up. Mein Inventar ist fast wieder voll und das ist so groß. Warte, ich stell mal kurz einen Händler. Ach, hast du sowas? Oh, das ist ja toll. Ja, die Revan-Statue fungiert als Händler. Habe ich die auch? Die muss ich auch haben, ich, ne? Ich glaube nicht. Die ist aus dem Kartellpaket damals gewesen. Ach so, die ich mir dachte, für alle für Vorbesteller. Nee, da gab es nur die Hutten-Statue als Ausbilder. Die ist natürlich echt doof. Alles klar. Sekunde, ich räume auch gerade noch mein Inventar auf. Dim. Und braucht mal wieder eine neue Dingens hier. Wie heißt es? Dingens? Waffe. Ah. So, lass mal kurz den Pot ziehen runter zum Evoki-Arbeitslager. Wo bist du denn hin? Ich stehe direkt vor dir. Da unten. Nicht direkt vor mir. Mach mal Schnellreise zum Evoki-Arbeitslager. Da können wir uns ein paar Meter sparen gerade. Wo ist das? Mitte der Karte. Alles klar. Da haben wieso wir heißt du eigentlich Geisel der Hutten? Ist, glaube ich, auch vom Vorbestellen von Markep. So. Das ist jetzt das Einzige, was irgendwie gepasst hat. Also gut, ja ich habe mir so gedacht, ich mache ja Fatra platt mehr oder weniger oder seine Operation, ja. Dass ich mir damit irgendwie den Titel verdiene. So, hier, für so. Den sollten wir die an Geisel, Schatztruhe. Denke ich immer an diese Zombie-Armee aus WoW. Die Geißel. Okay.
Habt ihr es getan? Habt ihr die Kiste? Ja, ich habe es getan. Ich hoffe, ihr musstet viele von Fatras Verbrechern töten, um sie zu kriegen. Ihr wirkt ein wenig blutrünstig. Diese Verbrecher haben meinen Bruder ermordet. Ich hoffe nur, sie haben bekommen, was sie verdient haben. Und nun, es dauert nur einen Moment. Bitte sehr, der Inhalt gehört euch. Und jetzt belästigt uns bitte nicht länger. Eine Hose, jawohl! Die Bauer, ich noch! Herzlichen Glückwunsch, wo wir schon bei Herr der Ringe Online gerade waren und Hose. Was? Für irgendeine Hauptquest in Herr der Ringe Online hat Elrond einem seine Hose geschenkt. Also da gab es ja wirklich Elrons Hose als Equip und es war sogar eine Weile relativ gut, das Ding. Cool. Da gab es dann irgendwann mal so einen geilen Comic zum Spiel. Hier konnte ich gerade nicht auf dich warten, oder? Wir machen mal jetzt getrennt einfach. Ja, passt schon. Das ist hier jetzt. Oh, nein, nicht gucken, ja. Nur kurz die Abgabe von dem Zeug, was wir im Sumpf eingesammelt haben. Da ist die Waffe. Heute lassen wir eben kurz mal einen geilen gelb-schwarzen Kristall hier einbauen. Ja. So richtig viel nützt der ja leider nicht. Ich bin denn trotzdem geil. Weil mich immer alle gefragt haben, wo hast du denn herbekommen? Also du hattest damals auch das Spiel schon direkt vorbestellt gehabt, also. Ja. Yeah. Wirklich heiß auf das Spiel. Ich habe von Anfang an Let's Played. Ja, ich hatte mit meinem Let's Play erst dann irgendwann im April angefangen. Ich hatte auch schon von Anfang an gespielt, war ja auch schon seit der Closed Beta irgendwie Oktober oder September oder so vorher dabei gewesen. Ja. Und also ich feiere das Spiel ja nicht umsonst. Klar, irgendwann kennst du den Content. Du feierst halt, das Spiel? Ich finde das echt immer noch eines der besten MMOs gerade am Markt. Feierst du? Betrinkst dich, wenn du das spielst? Gibt's das Sprichwort nicht bei euch? Doch, aber feiern? Ich hasse das Sprichwort einfach nur. Okay. Man feiert seinen Geburtstag. Man feiert die Geburtstag seiner Oma oder sowas. Aber nicht, man feiert nicht irgendetwas. Oh, Mutter schreit nicht so laut. Ich feiere es so hart. Oh. Okay, dass du hier in meiner WG... Da beschwert sich niemand. Also da ragt dann irgendwann meine Faust durch die Wand, wenn du es übertreibst, aber ansonsten... Ah, oh, okay. Ihr habt es geschafft, ja? Ihr habt den Fluss gereinigt? Die Verschmutzung ist kein Problem mehr, aber diese Monster sind eins. Was soll man da machen? Wem es nicht gefällt, es würden der Monster aus dem Fluss kommen, der muss halt woanders leben. Das ist zumindest meine Meinung. Das ist ja sowas von krank. Wenn ihr das sagt, aber versucht ihr mal, mit einer künstlichen Lunge zu leben, dann seht ihr das anders. Wie dem auch sei, eure Unannehmlichkeiten tun mir leid, aber danke für die Hilfe. Hier ist die versprochene Belohnung. Eine Karte, die euch zu ein paar Schätzen führt, die im Industriegebiet versteckt sind. Ich bin mir sicher, ihr werdet Verwendung dafür haben. Mir fehlt ja immer noch so ein... Na, das wäre zu kacke. Ich wünschte nur, ich würde mich wegen dieser ganzen Sache nicht so unwohl fühlen. Boah, entspannt euch. Ihr habt das Richtige getan. Glaube ich nicht. Ich wollte das auch gar nicht machen. Auch wenn es halt, wie gesagt, gar keine Konsequenzen hat in dem Spiel leider. Für sowas mag ich das Storytelling hier. Ja, es ist also ansatzweise sehr gut. Da, also, keine Ahnung, Mass Effect macht es da natürlich noch ein bisschen krasser. Da gibt es halt häufig gar keinen richtigen Weg. Aber ein paar Ansätze sind hier schon schön. So, gehen wir noch die Quest ab und dann machen wir Schluss für heute. Ja, genau, also um eben noch das Ding ausheben. Bis Mutter gleich durch die Tür kommt. Eieiei. Wir müssen dann alles abgeben. Da oben ist noch eine, das erhält ein plus 2. Genau, da die Kiste. Dann das verborgene Depot und dann noch hier rechts. Ja, aber da kommen wir sowieso dann vorbei, wenn wir zu Fathras Palast wollen. Deswegen könnten wir danach erstmal wieder zu Nemro rüberporten. Achso, dann machen wir einfach nach dem Verboten, nach dem Depot jetzt hier. Machen wir Anschluss dann. Genau, so war mein Gedanke. Alles klar. Machen wir das. Das Einzige, was ich noch machen würde, ist ganz kurz da oben den Kartenabschnitt freischalten und den einen nehmt da erledigen. Das brennt mir immer so unter Nägeln, wenn ich
nicht aufgedeckte Kartenabschnitte habe. Ich habe so viele, das glaubst du gar nicht. Ich bin neulich mit Jaffin halt zwischen den Folgen, also mit meiner Botschafterin von meinem Haupt-Let's Play, über die ganzen Planeten getingelt und habe da Ressourcen gefarmt, um halt den Beruf fertig zu leveln. Und im Rahmen dessen bin ich halt eben auch mal quer über die Karte gerannt und habe da alles freigeschalten. Gerade zum Beispiel bei Alderaan oder bei Tatooine ist es ja ein ziemliches Gerenne. Und allein durch die Entdeckung von den ganzen Kartenabschnitten habe ich ein ganzes Level offscreen aus Versehen gemacht. Ja, cool. Ist wirklich schon ein bisschen was da zusammenkommt. Ja. So, genau. Entwässerungsinsel und irgendwo rennt hier, glaube ich, so eine fette Giftechse rum. Eine fette Giftechse? Hier ist eine. Bösartige Giftechse. Ah, die ist, glaube ich, sogar Elite. Ah, nee, sogar Champion da unten. Faulige Giftechse. Komm, machen wir die noch Platte eben. Ja, gibt vielleicht was. Ärger gibt das. Na komm schon hier. Mal entkräften noch ein bisschen hier. Jawohl. Keine Chance. Zack. Piu. Na hey, das ist so was für dich. Nee, für dich. Entschuldigung, gerade ganz verguckt. Klar, Zielgenauigkeit haben wir da ja. Lecker, lecker. Ach, du brauchst Zielgenauigkeit? Ja, genau. Ah, okay. Mit für Soldaten und für Kopfgeldjäger. Ah, okay. Gut, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wahrscheinlich in Nemros Palast wieder, wo wir dann Bericht erstatten. Genau, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann demnächst wieder. Nächsten Samstag. Das war's. Oder? Sicher? Das ist nicht Sonntag? Ja. Ja, wir sind gerade bei Folge 10. Wenn wir es nicht zwischendurch verkackt haben mit dem Veröffentlichungsplan. Oh, okay. Montag? Alles klar. Was los? Cheerio. Tschüss.